danke. Underground Sun Storage, das können sich doch nur Leute an der Montanuniversität ausdenken. Die Sonne in den Untergrund verbannen. Nein, das ist überhaupt nicht so. Das hat durchaus einen Hintergrund, und zwar den Hintergrund, dass wir erneuerbare Energien viel stärker einbinden wollen in unser Energiesystem. Aber mit den erneuerbaren Energien, da hat es halt so auf sich. Das ist die Sonne, Photovoltaikmodul. Wenn die Sonne scheint, ja gut, dann gibt es Strom, ganz klar. Ja. Scheint die Sonne nicht, gibt es keinen Strom. Oder, und das kommt immer häufiger vor, je mehr wir erneuerbare Energien haben werden, es scheint die Sonne, es gibt Strom, aber keiner braucht den Strom. Also wir werden vor der Herausforderung stellen, ganz große Mengen an elektrischem Strom durchaus auch über längere Zeiträume speichern zu müssen. Dafür gibt es eine ganz einfache Lösung. Wir haben hier ein Becherglas. In dem Becherglas ist ein Molekül drin. Da zweimal Wasserstoff, einmal Sauerstoff. Ich habe genug davon, kein Problem. Also H2O, Wasser. Ja? Also was passiert, wenn man den Strom nimmt, Stromkabel und der Strom in ein Becherglas mit Wasser? Kurzschluss. Ja, so geht es nicht. Ja? Wir Ingenieure sind ein bisschen intelligenter. Wir nehmen also eine Elektrolyse, und in der Elektrolyse nutzen wir diesen elektrischen Strom, um dieses Molekül, also man braucht stöchiometrisch zwei, zu zerlegen in ein Sauerstoffmolekül und in zwei Wasserstoffmoleküle. Sauerstoff ist in dem Fall der Abfall. Natürlich kann man den Sauerstoff brauchen für irgendwelche technischen Prozesse. Wenn man nicht braucht, gibt man in die Atmosphäre, da haben wir 21 Volumenprozent, so knapp, ja, davon ist also unschädlich. Aber den Wasserstoff, auf den haben wir es abgesehen. Was machen wir jetzt mit dem Wasserstoff, wenn wir erzeugt haben? Ganz einfach, wir nutzen eine Infrastruktur, die es schon gibt, nämlich die Gaspipelines, die Erdgaspipelines. Was ist im Erdgas drin? Nur, fast nur Methan, ja. Und mit den Erdgaspipelines transportieren wir flächendeckend in Österreich, in ganz Europa, ja überall weltweit das Methan, und den Wasserstoff, den geben wir da einfach mit dazu. Was haben wir gewonnen? Wir können erneuerbare Energien, egal wo sie erzeugt werden, mit dem Erdgas gemeinsam transportieren. Die Erdgasinfrastruktur, die besteht aber nicht nur aus Transportleitungen, die besteht auch aus Speichern. Also, das Erdgas wird mit dem Wasserstoff in diese Speicher gegeben. Was sind das für Speicher? In Österreich werden 7 Milliarden Kubikmeter Erdgas gespeichert von dem Unternehmen und der OMV in ausgebeuteten Erdgaslagerstätten. Eine Erdgaslagerstätte, da ist Sand drin, die schaut so aus, das ist poröses Gestein, und da sind die Moleküle, in echt sind sie ein bisschen kleiner, ja, die sind also in diesen Poren von dem Gestein drin. Dort speichern wir das ein. Bingo, fertig. Was gibt es jetzt da zu forschen? Ja, was gibt es da zu forschen? Der Wasserstoff, der ist doch so viel kleiner als dieses Methanmolekül. Es könnte doch sein, dass man den hier einspeichert. Der Wasserstoff, es bleibt Tage, Wochen, Monate da drin. Der Wasserstoff geht nach oben, das Erdgas bleibt unten, also das Methan. Dann speichern wir wieder aus und wir kriegen alles plus den Wasserstoff nicht wieder. Ja, das wäre natürlich schlecht. Was kann noch passieren? Solche Lagerstätten haben ein Deckgebirge. Deckgebirge heißt, dass dieses Methan, das Erdgas, nicht entweichen kann. Das kann es auch nicht, weil es war eine geologische Lagerstätte. Über geologische Zeiträume war das Methan drin. Aber der Wasserstoff, der ist so viel kleiner, der könnte doch verschwinden, der könnte abhauen aus dieser Erdgaslagerstätte. Ja, und was kann noch passieren? Ja, in der Erdgaslagerstätte gibt es sicher keine Krokodile. Was bist denn du? Ich bin ein Bakterium. Aha, ja, in den Spülwarenläden verkaufen es keine Bakterien als Spielzeug. Aha, du bist also ein Bakterium. Und was magst du da unten? Stoffwechsel. Aha, okay. Ich stehe auf Wasserstoff. Du stehst auf Wasserstoff. Okay. Also, Stoffwechsel wird gemacht. Stoffwechselprodukte kommen natürlich immer hinten raus. Ah, da ist ja unser Wasserstoff wieder, ja. Nur, ja, Wasserstoff haben wir schon, aber da ist noch ein Molekül dran. Was ist das für ein Molekül? Schwefel. Schwefelwasserstoff. Das stinkt ja, das ist ja ein Stoffwechselprodukt. Also, das wollen wir natürlich nicht haben, und ich glaube aber nicht, dass die Mikroben da unten Wasserstoff wollen. Doch, nein, doch, nein, doch, nein. Ja, es ist eine Forschungsfrage, das macht die BOKU in dem Projekt. Ja, und dann speichern wir das aus, hoffentlich mit dem Wasserstoff gemeinsam,
Und dann wollen wir den Wasserstoff vielleicht auch wieder abtrennen. Das kann man machen mit Membranen. Da gehen große Moleküle nicht durch eine Membran. Aber die kleinen, der Wasserstoff, der passt da durch. Und so kann man den Wasserstoff dann auch wieder rausholen. Auch das ist also Gegenstand von diesem Forschungsprojekt. Tatsächlich gibt es eine Erdgaslagerstätte in Oberösterreich, die heißt Lehen. Und dort wird nächstes Jahr tatsächlich Erdgas gemeinsam mit Wasserstoff in einem großtechnischen Versuch eingespeist, dort länger gelassen und dann auch wieder rausgeholt. Also das ist der Sinn von Underground Sun Storage. Das heißt, bei dem Projekt geht es wirklich darum, dass wir unsere Energieversorgung auf erneuerbare Energien umstellen können. Und das können wir nur dann, wenn es uns gelingt, diese erneuerbaren Energien über lange Zeiträume zu speichern. Hey, was? Hast du noch einen Wasserstoff? Ja, logisch. Okay, dann verschwinde. Das war's. Dankeschön.